Alhamdulillah, mit der Gnade Allahs Azzawajal haben wir heute die wunderschöne Gelegenheit, mit unserem neuen, inshallah gleich konvertierten Bruder Engzer, die gleiche. Er hat mir schon gesagt, der Name wird nicht irgendwie ausgesprochen, sondern die Zunge muss unten bleiben. Ich habe ihm gesagt, also habt ihr auch Tajweed-Regeln in eurer Sprache? Und dann habe ich ihn gedroht, wenn du mit mir dieses machst, dann mache ich dasselbe beim Koranunterricht mit dir, auch mit den Tajweed-Regeln. Da werde ich dir sagen, wo die Zunge hinkommt und wo nicht. Also Engzer. Das war gut, ne? Ja. Okay, Alhamdulillah. Sehr jung, sehr dynamisch und sehr überzeugt. Ja. Alhamdulillah. Das heißt, wir reden heute darüber, dass dieser junge Mann, insha'Allah ta'ala, öffentlich seinen Islam bekunden wird. Und es sieht nicht so aus, dass das ein Blitzgedanke von ihm gewesen ist, sondern vielmehr hat er wirklich rein nach Überzeugung gehandelt. Nachdem Allah Azza wa Jal sein Herz erobert hat, hat er sich auch in der Lage gesehen, diese Überzeugung jetzt öffentlich zu machen. Engzer, was hat dich davon überzeugt, den Islam anzunehmen? Es hat alles damit angefangen, als ein muslimischer Freund von mir damit angefangen hat, mit mir über Religion zu reden. Anfangs dachte ich, es wäre so ein kleiner Austausch wie Kultur austauschen. Aber ich habe dann nach 2-3 Monaten erfahren, er wollte mich eigentlich überzeugen. Ab einem bestimmten Zeitpunkt haben wir dann auch wieder aufgehört, darüber zu reden. Und es sind dann Monate vergangen. Die Sache ist aber, in den Monaten ist mir nie der Gedanke aus dem Kopf gekommen, in den Islam einzutreten. Genau. Und eigentlich würde so ein Gedanke mir niemals reinkommen. Es gäbe nie einen Grund, warum ich so einen Gedanken hätte, überhaupt noch daran denken zu müssen. Ich habe dann ein bisschen weiter recherchiert und habe dann herausgefunden, es war meine Fitna oder Fitra. Also Fitra, genau. Und ich habe mich da mit meinem Freund mal in der Moschee getroffen und auf meinem Weg zur Moschee hat es geregnet und es war windig. Und zum einen hat der Wind dann erstmal gegen mich geblöst. Das heißt, ich habe meinen Regenschirm dann nach vorne gehalten. Auf einmal schießt der Wind dann hinter mich rein und zieht mich dann so zur Moschee, so als würde er mich anschubsen. Und das war für mich definitiv das eindeutige Zeichen, dass man will, dass ich in den Islam übertrete. Daher denkt daran, geht nie ohne Regenschirm raus. Auf jeden Fall, Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِي قَلْبَهُ. Und wer dann Allah subhanahu wa ta'ala wahrhaftig glaubt, so leitet Allah sein Herz recht. Und man ist Allah ausgeliefert. Er will dich einfach zu diesem Weg haben. Er will dich einfach an diesem Platz haben. Und so wird er es auch machen, subhanahu wa ta'ala. Und du hattest auch das Gefühl, dass deine Überzeugung, die du sowieso schon vorher hattest, hatte nichts mit dem Regenschirm zu tun, aber das Ganze drumherum und wie du in diese Moschee hereingekommen bist, das war letztendlich der Auslöser, dass du gesagt hast, jetzt nehme ich den Islam an. Genau. Engzer, wir haben natürlich, wenn wir dich betrachten, deine Kultur, vielleicht auch die Religion, die du zuvor gehabt hast, ihr seid ja Vietnamesen, und die haben ja komplett eine andere Religion. Ja. Und diese komplett andere Religion ist ja so im krassen Widerspruch zu unserer Religion. Genau. Ich denke, bei euch sind die Götzen auch nicht etwas Unbekanntes. Die Staatsreligion in Vietnam ist der Buddhismus. Und im Buddhismus himmeln wir keinen Gott an. Es gibt keinen Gott bei uns. Wir danken eher einem Menschen darüber, dass er uns seine Weisheiten mitgeteilt hat, wie man glücklich wird. Also gedankt. Ja. Aber dieser Dank ist ja mehr als nur Dank. Ja. Weil Dank Allah subhanahu wa ta'ala, als er gesagt hat, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, alles Lob gebührt Allah. Wir haben ein Lob, der nur Allah gebührt, und wir haben den normalen Dank unter den Leuten. Aber dieser Lob, der nur Allah gebührt, der ist mehr als nur der Dank. Das ist der Dank gemischt mit dem Lob. Und daher bekommt er eine ganz andere Stellung. Insofern, du hast eine andere Kultur erfahren und bist anders aufgewachsen und hattest nicht so den Ein-Gott-Glaube, wie die Muslime es haben. Ja. So, genau das meine ich ja. Deine Kultur und die neue Religion, war da für dich sozusagen ein Unterschied wie zwischen Himmel und Erde, als du dann den Islam kennengelernt hast? Auf jeden Fall. Alhamdulillah. Und das heißt, das war eine Sache, die dein Herz erfüllt hat? Definitiv. Und für dich war ab da an klar, dass der Einzige, dem gedient und gedankt werden muss, Allah subhanahu wa ta'ala ist? Genau. Alhamdulillah.
Das heißt für dich, bist du damit jetzt innerhalb deiner Kulturgemeinschaft ein Fremder oder ist das eine Sache, die bei euch akzeptiert wird, wenn jemand einen anderen Glauben annimmt? Noch bin ich bisher eher insgeheim ein Muslim. Ich werde aber dann mal überlegen, mal mit meinen Eltern darüber zu reden. Okay, da würden wir dir einen Motorradhelm empfehlen an diesem Tag, damit du gut geschützt reingehst in die Wohnung. Okay, Alhamdulillah. Also uns freut auf jeden Fall, dass du diesen Schritt gewagt hast und für dich auch deiner Überzeugung gefolgt bist, weil es gibt Leute, die sind überzeugt von einer Sache, aber letztendlich befolgen sie sie nicht. Und dann haben sie auch nicht nur ein unschönes Leben, sondern auch eine Unzufriedenheit. Und Alhamdulillah, du hast für dich klar gemacht, das ist die neue Überzeugung und das ist jetzt mein Glaube, den ich annehmen möchte. Die Sache ist die, was mich interessieren würde, ist das für dich die reine Überzeugung, dass nur Allah gedient werden muss und neben ihm kein anderer Gott? Okay, Engse, wir werden jetzt inshallah das Glaubensbekenntnis aussprechen. Erstmal in Arabisch und dann in deutscher Sprache. Ashhadu. Ashhadu. An. La. La. Ilaha. Ilaha. Illa. Illa. Allah. Allah. Wa. Wa. Ashhadu. Ashhadu. Anna. Anna. Muhammadan. Muhammadan. Rasulu. Rasulu. Allah. Allah. Ich bezeuge, dass niemand mit Recht und Wahrheit, angebetet werden darf, außer Allah, und ich bezeuge, dass Muhammad sein Gesandter ist. Alhamdulillah. Das freut uns und Allahumma barik, wie ihr seht, er ist noch jung. Und aber jung bedeutet nicht unbedingt nicht jemand, der die Wahrheit trotzdem erkennen kann. Es gibt alte Leute, die erkennen die Wahrheit nicht. Das hat nichts mit dem Alter zu tun, weil wir haben viele 14-Jährige, die konvertieren. Und das zeigt, dass wenn Allah Azza wa Jal jemanden recht leitet, dann spielt das Alter was? Keine Rolle. Sehr gut, Engsel. 10 Punkte für dich, inshallah. Bist gleich schlauer geworden, als du Muslim geworden bist, habe ich gleich gemerkt.